It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Willkommen zurück, Freunde, zum neuen Race-Vlog. Alle, die den letzten Vlog noch nicht gesehen haben, das ist quasi die Vorgeschichte, wie wir heute hier in Holland stehen. Wir sind in Holland, Dutch Masters Racing, das letzte Vorbereitungsrennen vor Drena in 2 Wochen. Und heute gucken wir nochmal, was wir so, was noch so hapert im Racing. Ob wir schon ein bisschen was verbessert haben zu Dolle. Base haben wir schon gestern aufgebaut. Moin, moin, ja, das ist ja richtig professionell mit so einer Kamera. Ja, ich habe investiert. Junge, mit Mikro. Ja, na klar. Willst du ein Intro mal machen? Wir gehen ein Intro. Ich habe kein Intro. Einfach jemand. Na gut. Moin, was geht? Okay, warte. Ja, moin, Meister. Moin, Meister. Was geht ab? Gut. Willkommen. Schön die Eier snacken für den Pump. Ja, schön Eggs. Den Coffee. Der Coffee ist immer bei Nico ganz wichtig. Hier. Ohne Coffee. Ein ohne bisschen Coffee. Olivenöl. Ohne Coffee geht gar nichts. Nice. Und ohne ein bisschen Disco. Hast du die jetzt erst frühstückt? Ja. Du bist in einer anderthalb Stunden dran. Ja, auf entspannt erstmal. Ja, wir haben Zeit. Mechaniker arbeiten schon. Gleich geht's dann nämlich zum Freitraining und Zeittraining raus. Da geht es darum, die schnellste Rundenzeit zu fahren auf eine Runde. Freitraining sind 5 Minuten, Zeittraining sind 15 Minuten und dann ist das Training auch schon vorbei. Also das ist alles in einem und sehr kurz. Also wirklich schwierig, so schnell eine Strecke zu lernen, aber ist gutes Training. Ja, kurz vorm ersten Lauf, Zeittraining haben wir, da war ich 10. jetzt in meiner Gruppe, war okay, bisschen noch mit der Gabel gestruggelt, aber habe ich jetzt nochmal ein bisschen feiner eingestellt, mal gucken, wie es jetzt ist. Und dann fahren wir jetzt einfach in den ersten Lauf und gucken. Sind ja auch hier, um nochmal Fahrwerk zu testen, ist ja jetzt kein wichtigeres Rennen für uns, einfach nochmal zu gucken, ne? Wie funktioniert alles? Was funktioniert noch nicht? Und ja, Mann, dann räumen wir jetzt in den Vorstart rein. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. Cause when my head is filled with doubt, I just wanna be fearless.
count on myself. No help from anyone else. The bullets fly with the shells. I'm gonna start to rebel and build an army to help the strongest you've ever felt. I feel a change in the wind. The world is shifting again. It's time to go all in. I'm bringing all of my friends, and now we're playing to win. We ride or die to the end. Look at myself in the mirror. I just wanna see clearer. I could feel a little angst. I'm sick of my life. I just wanna make a change. The world is calling my name. I'm a little afraid, but I need to be brave. 'Cause when my head is... So, erster Lauf haben wir durch. Jetzt ist kurz vorm zweiten. Im ersten Lauf war ich 17. Ein paar Fehler gemacht, große Fehler, 5 Plätze insgesamt verloren. Dadurch ist wie es ist. Jetzt besser machen und ja, Strecke ist aber schwer, ey. Heidewitzka, also wirklich, es fällt mir echt schwer, die Pace zu halten hier auf der Strecke, weil du halt überall fast eine Gefahr hast, Fehler zu machen. Also es ist, überall lauert die Falle sozusagen. Es ist einfach wild. Mike ist ready für den zweiten Lauf. Ja, Nico ist eher nicht so. There's too much that's going on, I don't know what to do. Paralyzed by options in this world, can't pick and choose, yeah. Everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety, I'm sick of this anxiety. I'm sick of this society, they make us feel a rivalry. Compare ourselves to others, but we all got different mothers. We were raised in different structures, so we're different, it's no wonder, yeah. I just want a great life. Something where I feel like I just didn't waste time. Something I look back and say that was a great time. 'Cause man, I just hate when the years pass by the wayside. I'm so lost inside, and I need a little time to find who I am in this life. I will find a way to feel alive. I'm so lost inside. Watch out now, I figured something out. What this whole life's about, yeah. It's not the goal, it's the journey. Wasted emotion is worry. I'll stop being in a hurry, and I'll just enjoy what I'm doing. Keep pushing forward and moving. Appreciate the improvement, yeah. I was so stuck on a goal. Was losing sight of my soul. Need to enjoy getting old and be so present. I don't know if there's a heaven, but I know I wanna get in. And sometimes I feel a presence, energy in a direction. So I follow intuition. It took me to a musician. Now I'm on a different mission to help others with afflictions. Now I'm not lost inside. I finally have seemed to find who I am in this life, and I found a way to feel alive. I'm not lost inside. I found a way to find who I am in this life, and I found a way to feel alive. Feel alive. Ja, Fazit vom Tag. Ich hatte Samstagnacht extrem Magenprobleme vom Abendbrot. Also
Magen-Darm-Infektion, ich habe was nicht vertragen, hing die ganze Nacht auf dem Klo. Warum habe ich es nicht früher gesagt? Einfach wegen dieser mentale Sache. Ihr wisst, wenn man schon im Vorhinein reingeht mit der Sache, dass man halt nicht richtig fit ist, dann wird es auch meistens nichts. Deswegen habe ich mir halt immer gedacht, nichts sagen, so tun, als wäre nichts und das Bestmögliche rausholen. Ja, dafür, dass ich nicht geschlafen habe und mich nicht eigentlich nur zur Hälfte überlebt habe auf der Karre, war es ganz okay. Zweiter Lauf, eine Startkollision gehabt mit jemandem und von Platz 40 quasi, also von fast letzten Platz, 39, 40, vorgefahren auf 20. Ja, nichts, worauf man stolz sein kann, braucht, muss. Wir sind wichtig, zwei Rennen gefahren wieder und darum ging es uns eigentlich auch nur. Deswegen, aufgrund meiner schlechten Verfassung, war es ganz okay. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und damit haut rein.